Er steht alleine hier nach einem Opernabend. Seine Leistung ist wie kaum eine andere herauszuhören. 4,5 Stunden lang hat der Tenor Klaus Florian Vogt gerade in Richard Wagners Meistersingern auf der Bühne gestanden. Offensichtlich hat es gefallen. Wie anstrengend es ist, eine große Wagner-Partie zu singen, das bekommen meist nur die Kollegen hinter dem Vorhang mit. Solange Klaus Florian Vogt auf der Bühne steht, hat er wenig Gefühl für die Tagesform der eigenen Stimme. Klasse. Hätte ich gar nicht erwartet. Ein Grund, warum er sich über Applaus freut. Das ist die unmittelbarste Kritik, die man bekommt am Abend eigentlich. Und irgendwie macht man das auch dafür. Nur dann, wenn die Höchstleistung mühelos wirkt, suchen die Zuschauer seine Nähe. Jeder Sänger träumt davon, spätestens mit 40, so wie Vogt, freischaffend unterwegs zu sein. Doch bis hierhin ist es ein langer Weg. Der Sänger trägt sein Instrument im Körper. Er muss darauf aufpassen. Er muss üben, üben, üben. Doch das reicht noch nicht. Nur wenn er sich gut fühlt, klingt seine Stimme auch gut. Der Sängerberuf ist ein, das ist kein Ergebnis sozusagen, sondern das ist ein Weg. Die Anfängerjahre verbringt der Solist meist in Festanstellung an einem kleinen Opernhaus. Er steht in verschiedenen Tenorrollen auf der Bühne, probiert sich aus, legt schließlich sein Fach fest. Klaus Florian Vogt wird Heldentenor. Sprich, er wird Fachmann für Siegertypen mit hoher Stimme. Die nächsten Karriereschritte? Der Wechsel an ein größeres Haus. Dann der Weg von ganz unten auf dem Besetzungszettel zu den Bühnenhelden. Zu Rollen, in denen man auffällt. Sowas wie Beethovens Freiheitskämpfer Floristan im Fidelio. Also ich empfinde das nicht so als Kraftanstrengung, aber man muss das Beethoven sehr, also technisch sehr sauber singen, sonst versinkt man sich ziemlich leicht. Zu jeder Karrierestrategie gehören auch Gastspielauftritte, möglichst viele und möglichst weltweit. Denn auch für Sänger gilt, der Prophet zählt im eigenen Lande erst, wenn er auswärts geliebt wird. Das wichtigste Handwerkszeug für den Sänger ist seine Gesangstechnik. Und an der arbeiten die meisten ein ganzes Sängerleben lang. Neben den technischen Details trainiert die Gesangslehrerin mit ihm auch bei starker Anspannung, stimmlich locker zu bleiben. Sie unterrichtet ihn seit mehr als 10 Jahren. Ihre Rolle in seinem Leben ist durchaus vergleichbar mit der eines Trainers bei einem Leistungssportler. Ich glaube auch einfach, dass man sich körperlich und stimmlich auch verändert. Und diese Veränderung, die merkt man zwar, aber das zu handeln oder damit umzugehen, dafür braucht man, oder ich jedenfalls, braucht dafür jemanden, der das von außen beurteilen kann. Also ich nehme nur Sänger, wo ich merke, aha, das könnte eine Karriere werden. Und wie beginnt man eine Sängerkarriere? Musikalität und Klavierkenntnisse vorausgesetzt, ist eine Privatausbildung bei einem Gesangslehrer möglich. Die Alternative ist die Ausbildung an einer Musikhochschule. Allerdings erst nach bestandener Aufnahmeprüfung. In Berlin wurden zum letzten Wintersemester von 300 Bewerbern nur 12 angenommen. Die Regelstudienzeit beträgt 12 Semester. Gelehrt werden viele Fächer, darunter auch szenische Darstellung, Bewegungserziehung, Klavier, Tonsatz, Musikgeschichte. Auch der zweite wichtige Mensch im Leben eines Sängers sitzt am Flügel, der Repetitor. Mit ihm lernt Vogt seine neuen Rollen auswendig. Große Wagner-Partien schon ein Jahr im Voraus, damit der Umgang mit der Rolle selbstverständlich wird. Kurz vor dem Debüt dann die Feinarbeit. Beim Preislied aus den Meistersingern legen sie gemeinsam die Phrasierung fest, timen die Atempausen, suchen Betonungspunkte. Nee, das ist falsch. Eher auch Zeit lassen davor und eine ganz andere Farbe. Da kommt zum Lernen,
er kommt zum Auffrischen auch einer Partie oder dass er nach einer Vorstellung kommt, um einfach nochmal zu schauen, wo kann ich mehr sparen, wo kann ich mehr Kräfte bündeln für die nächste Vorstellung. Fit sein für mindestens 60 Vorstellungen pro Jahr. Der Bühnenalltag lässt oftmals keine langen Proben zu. Der Sänger muss dann mit 2 Einweisungstagen zurechtkommen, an denen er alleine ist mit dem Regieassistenten. Eine Art Trockenschwimmen. Manchmal trifft er seine Kollegen erst am Vorstellungsabend. Manchmal steigt er in 30 Jahre alte Inszenierungen ein, wie bei diesem fliegenden Holländer in Dresden. Der Sänger hat nie mit dem Regisseur Wolfgang Wagner geprobt und erlebt den Abend wie ein Gewitter im Gehirn. Wo stehen wohl die Kollegen und wo stehe ich? Stehe ich jetzt etwa falsch? Wo ist das Licht? Und ja, da gehen schon Wahnsinnsdinge im Kopf ab, so ganz, was da stattfindet im Gehirn, woran man alles denken muss und sich dabei noch auf sein Singen konzentrieren soll, das ist schon stressig. Der zu Ruhm und Ehren gekommene Sänger wird weltweit für große Neuproduktionen gebucht. Oder für Wiederaufnahmen mit langen Vorproben. Zum Beispiel in Bilbao. 4 Wochen Zeit, um sich mit jeder Facette der neuen Rolle Gott Bacchus zu befassen. Mit dem Dirigenten arbeitet er an einer eigenen Interpretation von Richard Strauss' Noten. Mehr öffnen und das Ganze noch mehr legato angelegt. Und kann es auch leiser sein? Oder? Und es kann auch, und ja, es kann auch noch leiser gerne sein. Das Orchester ist sehr, sehr leise instrumentiert. Und Strauss schreibt extra zart im Ton. Zartest im Ton sogar. Zartest sogar. Nicht zu übertreffen. O schönes Wesen. Probenperioden haben auch Nachteile. Nicht jedes europäische Opernhaus disponiert exakt. Kollegen sind krank oder haben andere Gastspiele. Wartezeiten sind üblich. Also diese Warterei, das ist halt ein Faktor, der nervt total. Und das ist halt totale vergeudete Zeit. Und ja, ich bin jetzt dazu übergegangen, mir immer was zu lesen mitzunehmen zu den Proben. Leute eingefallen, haben nach der musikalischen Probe mit dem Dirigenten geht es zusammen mit dem Regisseur an die szenische Umsetzung der Rolle. Lebenslustig und schäumend ist, aber für die, die ihn erfahren, tödlich. Es tut mir leid, dass wir es heute nicht richtig machen können, aber da fängt das an, dass er... Ich versuche es mir vorzustellen. Das Bühnenbild erfreut seit gut 20 Jahren das Publikum. Es war bereits in Barcelona, Berlin und Brüssel zu sehen, wurde also mehrfach verkauft und repariert. Die Besetzung ist neu und zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingekleidet. Schon lange dürfen Sänger nicht mehr nur bewegungslos an der Rampe stehen. Sänger-Darsteller heißt der Trend. Es geht nicht nur um die perfekte Stimme, sondern auch um die Ausgestaltung der Rolle. Deswegen, er guckt sich überall rum und sagt, wo sind hier Nymphen, wo ist hier irgendwas zum Greifen und zum Mitnehmen. Ja? Oper ist auch Theater und Oper sollte nicht konzertant mit Bühnenbild sein. Dann können wir es gleich konzertant machen. Und das ist ja das, was mich gerade interessiert Beruf des Opernsängers, dass man eben auch eine Figur verkörpern darf. Auch eine längere Probenphase ist regelmäßig von Reisen unterbrochen. Meistens, um Vorstellungen in anderen Städten zu singen. Viel zu selten, um bei der Familie vorbeizuschauen. Am Familienleben können die meisten Opernsänger deshalb nur per Telefon teilnehmen. Einsingen für eine Lohengrin-Vorstellung an der Oper Köln. Für große Partien hat der Solist in der Regel einen eigenen Ankleider, der ihm rechtzeitig in das jeweilige Kostüm hilft. An den Aufführungstagen habe ich eigentlich schon so einen gewissen Ablauf. Ich bemühe mich, irgendwann zur Ruhe zu kommen und mich wirklich dann schon auf dieses Stück einzustellen. Deshalb vermeide ich das auch an dem Tag einer Aufführung, mich beispielsweise mit anderer Musik zu beschäftigen, andere Musik zu hören. Das ist ja praktisch luftdicht, bestimmt auch wasserdicht.
Und da fühlt man sich ein bisschen wie im Neoprenanzug. Zur Bühne, da mit Lohengrin, Herr Vogt. Herr Vogt, bitte. Geregelte Abläufe, Toi-Toi-Toi-Wünsche, Rituale auf dem Weg zur Bühne, kleine Maßnahmen, um der Nervosität zu begegnen. Denn in der Oper ist alles live, Korrektur unmöglich. Aber wie kommt ein Sänger in seine Rolle hinein? Wann mutiert er zum coolen Bühnen-Supermann? Mir gibt das immer viel, wenn ich dann diese Atmosphäre auf der Bühne spüre mit Heizung und Beleuchtung. Also ich komme auch relativ rechtzeitig schon auf die Seitenbühne, um schon mal die Situation so zu beobachten von der Seite. Dann kommt man eigentlich ganz gut rein. Und dann fällt mir das auch leichter, ein bisschen die Nervosität runterzukriegen. Eine Panne, kurz vor dem Auftritt. Der Supermann-Umhang reißt vom Kostüm ab. Herren Solo-Garderobe dringend zur Bühne, Herren Solo-Garderobe dringend zum E-Pult. Auch für solche Notfälle ist der Ankleider zuständig. Ist noch Zeit. Okay. Da. Gut 30 Minuten Dauersingen im ersten Akt. Die Heldentenorstimme muss 1300 Menschen, die hinter dem Orchester sitzen, erreichen. Und sie muss teilweise die 100 Chorsänger übertönen. Fürs Publikum sind lange Pausen schön. Die meisten Sänger empfinden sie als Qual. Einerseits muss man die Konzentration auf die Rolle halten. Ja, bitte. Und Herr Vogt, dürfte ich Sie um ein Autogramm bitten? Klar. Super. Ich danke ganz herzlich. Gerne. Danke, ich bewundere Sie. Vielen Dank. Und andererseits genügend Kraft tanken für den nächsten Einsatz. Der kommt erst gegen Ende des zweiten Aktes. Über Lautsprecher und Bildschirme kann der Sänger die Oper mitverfolgen. Die Kunst besteht auch darin, nach Wartezeiten wieder punktgenau in der Rolle präsent zu sein. Bei Wutausbruchstellen, wenn man wirklich auf die Bühne rennen muss und sich sofort auf so einem hohen Level emotional einbringen muss, dann mache ich das schon so, dass ich versuche, mich wirklich vorher auch auf eine gewisse Weise zu pushen. Da hüpfe ich auf der Stelle und versuche mich selber ein bisschen so außer Atem zu bringen, damit ich nicht auf die Bühne komme und dann außer Atem komme. Denn das, was ich dann zu singen habe, ist schwer. Der schwierigste Part kommt erst noch. Man braucht als Heldentenor Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Kraft. Fast wie im Hochleistungssport. 4 Stunden nach Beginn der Vorstellung hat Richard Wagner dem Lohengrin sein wichtigstes Solo in die Partitur gepackt. Fast immer sitzen im Publikum glühende Wagner-Verehrer, die an dieser Stelle nicht den kleinsten Patzer verzeihen. Am Ende der Vorstellung hat der Solosänger wieder seinen Solo-Vorhang. Das heißt, er ist alleine mit allen Buhs oder Bravos. In seinem Fall nur Bravos.